das Geld getan, hätte ich gerne. Bin ich brand. Oh. Denk dran, Hexer. Richtig. Warum ist das eine nicht? Warum denn nur auf? Sei gegrüßt. Bitte, Ritter. Na denn. Ziehe hin in Frieden, stolzer Ritter. Der Herzogin und dem Ritterkodex. Denen schwor ich Treue. Okay. So viele habe ich von ihm. Da ich eh so viel auf dem Friedhof machen muss. Ach, das hier ist der Friedhof. Ich muss aber hier irgendwo auch noch zum Friedhof, oder? Das ganze Herzogtum hat sich von der Realität verabschiedet. Na gut. Eine Flasche Wein reicht für zwei Leute. Eine Flasche Wein reicht für zwei Leute. Aber das machen die halt ganz schön besoffen. Naja, ganz schön besoffen nicht, aber schon deutlich besoffen sein wollen. Also völlig wasted sind zwei Leute nach einer Flasche Schnaps. Nach einer Flasche Wein. Ich hatte bei Jean-Louis Ludovic einen frisierten Mann, aber als ich zu ihm kam, war niemand da. Und der Salon war nicht abgeschlossen? Jacket. Sieht ihm nicht ähnlich. Und mir sieht es gar nicht ähnlich, mit dieser Frisur rumzulaufen. Meine Güte, was soll ich machen? Oh Gott, es gibt Probleme in diesem Land. Na du, sieht aus wie Kira. Meine Augen haben mich nicht getäuscht. Und doch, Geralt von Riva, der berühmte Hexer so weit im Süden. Ja, ich bin es. Mhm, genau der. Im Süden mit all seinem Ruhm. Hä, ist der nicht aus dem Norden? Was habe ich nicht schon von dir gehört? Im Süden. Okay. Als Meister Ritterspawn in Beauclair weilte, verging kaum ein Tag, da er deine Taten nicht in Balladen rühmte. Da haben wir eine Menge Scheiße erzählt. Ja, das ist so ein lästiger Tick von ihm. Aber was kann ich für dich tun? Ach, weißt du, mein Verlobter François Le Joff hat geschworen, mir das Haupt einer grässlichen Bestie namens Grottore zu Füßen zu legen. Grottore? Hätte es ein Blumenstrauß nicht auch getan? Mit ein paar Süßigkeiten? Süßigkeiten klingt also nach Kind. Hexer, du spaßest wohl. Wahre Liebe will bewiesen sein durch Heldentaten für die Besitzerin des Herzens. Okay, und was machst du für den Typen? Doch, ach, okay. François ist schon seit zwei Wochen weg. Daher muss ich dich anflehen, zu schauen, was aus ihm geworden ist. Würdest du? Ich schlage Damen in Not nur selten etwas ab. Noch seltener, wenn eine Belohnung im Spiel ist. Ja, aber er kriegt dich, aber was kriegt er? Natürlich, du bist ja kein fahrender Ritter, sondern ein Gildenmann, ein Experte. Was verlangst du? Also erstmal hätte ich gerne die zwei Pickel auf deiner Wange. Ach du Scheiße. Ein paar Kronen weniger, Meister. Nur eine Handvoll. Ich bitte dich. Eine Handvoll sind fünf. Ein paar Kronen weniger. Okay, eine Handvoll sind fünf. Ein paar Kronen. Also eine Handvoll sind fünf. Sie hat das Prinzip von Handvoll nicht verstanden. Ein paar Kronen weniger. Ja, diesen Betrag kann ich aufbringen. Was weißt du noch über diesen Grotto, Mademoiselle? Dem Namen nach ist er ein Höhlenbewohner. Ja. Ein Grottentor. Vollidiot in einer Höhle. Wenn er Hunger hat. Nächtens schleicht er in die Dörfer, bricht die Fensterläden auf und schnappt sich die Säuglinge schneller aus den Wiegen, als sie schreien können. Nachtaktiv, lange Greifarme, intelligent. Der Slenderman. François sagte, er würde dem Abschaum ein schnelles Ende bereiten. Aber nun ist er schon so lange weg. Hilfst du mir, Herr? Ich kann nicht mehr schlafen. Diese Sorge wird noch mein Tod sein. Seiner ist es anscheinend schon. Ich werde mein Bestes tun, deinen Verlobten wohlbehalten zu bringen. Bitte lass es sowas wie ein Slenderman sein. Sagst du mir noch, wo ich suchen soll? Und wie ich erschreck mich, ey. Ich vergaß, dass du von weit her kommst und die Gegend nicht kennst. Der Grottore soll in den Höhlen am Fuße der Gorgo hausen. So nah bei der Stadt?
Und niemand hat versucht, ihn zur Strecke zu bringen? Niemand hat ihn gefunden. Ganz im Gegenteil. Viele haben das. Doch ist keiner zurückgekehrt. Meine Sorge ist begonnen. Oh, Liebster, ich liebe dich so. Töte mal das Vieh, was noch keiner getötet wird Zeit, gekriegt dass ich hat. Aufbreche. Was ist mit dir los, Mädchen? Dumm. Ich hatte bei Jean-Louis Ludovic einen Frisierten, aber als ich zu ihm kam... Wo ist denn das? Füße kalt wie Eis. Oh, ich habe die Füße, die sind kalt wie Eis. Hat nicht eine 35er Quest? Nein. Hier? Nein. Nee. Ich jetzt blöd. Ach, hier. Ich mach irgendwo rutschen. Nicht irgendwie eine Abkürzung nehmen. Gerne Stadt, hätte ich gerne in meinem Anwesen. Oh Gott. Ich hätte nie gedacht, dass ich Zeiten dachte, wie diese... Treppenhaus. Was kann ich tun? Le Papillon, ah, da ist er. Geralt, schön dich zu sehen. Le Papillon, Barde. Erinnerst du dich? Hallo. Ich habe nie den richtigen Moment gefunden. Besser gesagt, die richtige Gelegenheit, um zu sagen, dass ich ein großer Fan bin. Genau wie Rittersporn. Danke. Von Meister Rittersporn. Ich kenne jede einzelne Ballade seines Hexerzyklus. Ich kann mein Glück kaum fassen. Brauchst du etwas von mir? Oh ja, die Angelegenheit ist grandios. Mein Barbier Jean-Louis Ludovic ist verschwunden. Du sollst ihn retten, während ich eine epische Ballade darüber dichte. Zum Klo. Hört ihr Leut und lasst euch singen von Barbieren in Not und anderen Dingen. Was ist eigentlich passiert? Du sagst, der Barbier sei verschwunden. Bist du sicher? Es hat sich ohne Zweifel etwas Schreckliches, etwas Absurdes zugetragen. Jean-Louis kommt nie zu spät zur Arbeit. Er ist über die Maßen pünktlich. Gewiss wird er sich geehrt fühlen, wenn gerade ich von seiner dramatischen Rettung künde. Klar. Wer zahlt dafür, dass ich diesen Barbier suche? Ich! Solche Gelegenheiten hat man nicht alle Tage. Doch du musst mich mitnehmen, auf dass ich alle Ereignisse transkribiere. Schön, dich. Ungewöhnlicher Auftrag. Das kostet einen Aufpreis. 8000 Kronen. Natürlich, das war zu erwarten. Der hat ja kaum Kohle, der Typ. Na, fangen wir mal bei 140. Ja, durchaus, wie du wünschst. Der hat wahrscheinlich alles gezahlt. Jetzt Fangirl. Gut, mal sehen, was ich herausfinde. Wenn du mitkommen musst, gibt es eine Regel. Bleib aus dem Weg. Mir und meinem Schwert. Gewiss, du wirst mich gar nicht bemerken. Da ist der Salon von Jean-Louis. Ah. Was ist? Ich habe das perfekte Ende gefunden. Und alles zu Ehren der Herzogin Gnaden. Oh Gott. Ich dachte, es ginge um einen Hexer und einen Barbier. Was hat die Herzogin damit zu tun? Die Herrin ist so launisch wie die Hengstfohlen, die sie reitet. Heute erinnern sich alle an meine Zeilen beim Turnier. Doch morgen verlangt es ihr beim Frühstück womöglich nach einer neuen Ballade. Man muss die Chancen ergreifen, wenn sie sich einem bieten. Also gut, wo fangen wir an? Bei der Tür. Wir brechen sie auf. Die leuchten. Das leuchtet. Hast du die Farbe gesehen? Alles zu Ehren der Herzogin. Gehen wir hinein! Hochverehrte Damen und Herren, seid ihr bereit für die neue Saison? Nur hier, die neuesten Frisuren aus dem neuen zu erschwinglichen Preis. Modernste Strähnchen, symmetrischer und asymmetrischer Bob, oh Gott. Abendfrisuren darunter, gnädigste Herzogin. Bewährte elfische Haarglätte-Methoden, Dauerwelle ist wirklich von Dauer, oh Gott. Vertraut euren Kopf den Händen des Meisters, Jean-Louis Ludovic. So, das war die Kerze, okay. Leerer Pomadentiegel. Blumiger Duft? Sehr blumig. Hm?
Die Schere ist ganz stumpf. Damit konnte er keine Haare schneiden. Die auch anscheinend? Dieser Tiegel ist auch leer. Okay, der hat das alles mit Magie gemacht. Der ist ein, also der ist auf jeden Fall ein Trickser. Ein Doppler. Ich tippe auf Doppler. Doppler hatten wir jetzt schon öfters mal in solchen Rollen. Schön hat er es hier. Dieser Tiegel ist auch leer. Achso. Da gucken wir gleich rein. Sein Auftragsbuch. Maniküre, Locken, zentrisches Pendel, rivischer Pflegeschwanz, Flößermatte. Völlig aus der Mode in Novigrad. Aber hier anscheinend nicht. Ah, seine Termine. Den letzten hatte eine gewisse Herrin de Pompidou. Kennst du eine Herrin de Pompidou? Ja, eine reizende alte Dame. Ganz harmlos. Ach, Le Pompidou. Jean-Louis macht ihr seit 10 Jahren die Haare. Nicht Le Pompidou. Die Skizze hier sieht wie eine Karte aus. Sagt sie dir was? Ich ahne, was sie zeigt. Aber da ist nichts. Nur Felder und Wiesen. Ich glaube, ich verstehe. Und auch ich. Vielleicht. So sah er sich um und fand alles zum Besten. Es fehlt nur der Maître, der ritt wohl gen Westen. Kannst du für eine Minute den Mund halten? Ich glaube, ich weiß, was mit dem Barbier passiert ist. Keine Anzeichen eines Einbruchs oder Kampfs. Meiner Meinung nach holt er nur Zutaten für Pomade. Er hat offenbar keine Pomade mehr. Ja, wirklich. Es geht nicht um Pomade hier. Er mag durchaus um Wildblumen auf die Wiesen hinter der Stadt gezogen sein, wo er von Trollen verschlungen wurde. Oder Zyklopen. Beides ist famos. Er pimpert um eine alte, Alter. Kannst du den Ort finden, wenn du seine Karte nimmst? Natürlich. Dann führ mich hin. Was ist hier? Scheiße. Ach, die sind immer noch voll. Noch schneller. Blau glänzte Seide Ligard in seiner Hand. Unbeeindruckt von den Zeiten rieselnder Sand. Sie traten aus dem Tor, bewachsen von Reben. Den Barbier zu finden, das war ihr Bestreben. Geht das jetzt auf dem ganzen Weg so weiter? Sie sagten, leb wohl den moosigen Steinen. Schritten langsam von dann, mein Hexersinn an, Zweifel hatte. Gab es keinen. So komme ich ihm nämlich gut hinterher. Jetzt hat mein Ohr. Irgendwie nimmt sich das nichts. Siehe, der Ort, den die Karte bezeichnet. Zurück, Hexer, rette mich! Die Knöpfe? Ach, das war noch ein bisschen besser. Ey, die ganzen... Ja, ich finde das ultra geil. Die aus Witcher 1. Ich weiß nicht, warum die Witcher 2. Das ist ja mal richtig sexy. Kein Loot. Doch. Nachespor. Danke. Was war das für ein Unhold? Eine Archespore. Ob hier noch mehr davon sind? Archespore. Wer weiß. Hallo, Kamerad. Was sagen denn deine geschärften Sinne? Dass du besser die Beine in die Hand nimmst. Vorzüglicher Scherz. Ziehen wir weiter. Du wirst mich doch verteidigen, oder nicht? Auf zum zweiten Punkt auf der Karte. Ungern. Die Klinge ging nieder, seine Haut sie zerfetzte. Das Blut des Archespor die Umgebung benetzte. Also Archespor macht schon Sinn. Er ist eine Spore. Irgendwie. Da! Jean-Louis Korb. Den würde ich überall erkennen. Er war hier. Wir können sicher sein. Ein Korb mit Blütenblättern. Duften wie die Pomade. Zertrampeltes Gras. Ach, nee, Fußspuren von mehreren Leuten. Okay, doch. Und Blut. Du hast wohl recht gehabt. Es ist ihm etwas zugestoßen. Puh! Ein Glück. Hoffentlich waren es keine Zyklopen. Und? Bist du ihm schon auf der Spur? Zyklopen aus den Tropen. War ich nicht schon mal in der Höhle? Ist das nicht die Höhle mit dem Wicht? Da war ich schon.
Der Boden ist felsig. Die Spur verliert sich hier. Sind wohl tiefer in die Höhle vorgedrungen. Ja, das meine ich nicht recht.